Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und letzte Woche war ich mit der Sternwarten AG bei der Kinderstadt Anderstausen. Ein kleines Sommerferienfestspiel, welches den Kindern das Erwachsenenleben ein wenig näher bringen soll. Moment mal. Fangen wir doch erstmal von vorne an, denn vorne am Eingang zur Kinderstadt findet erstmal ein wenig Weltbildung statt. Hier vorne haben wir drei Pavillone, die den Kindern so ein bisschen die Welt näher bringen. Ist vielleicht nicht schlecht, ne? And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Ich habe keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Na gut, das mit der Weltbildung war vielleicht jetzt so ein bisschen übertrieben. Dennoch konnten sich die Kinder hier vorne gestalterisch austoben. Und das Ganze hier hieß, glaube ich, anders Australien. Und wie kommt man bekanntlich nach Australien? Richtig, mit einem Flugzeug. Ich finde das Teil irgendwie sau cool und sau niedlich. Na gut, dann wollen wir mal durch den Grenzübergang in die Kinderstadt Anderstausen gehen und direkt zur nächsten wichtigen Institution. Hinten haben wir die Vorschule, bei der die Kinder schon ein paar Fahrerfahrungen sammeln können. Ah, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Auch hier gilt wieder, ich habe keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Von der Fahrschule aus ging es dann auch gleich zur Anderstausen Einwanderungsbehörde, wo die Eltern sich ihre Erlaubnis kaufen konnten, in die Kinderstadt einzutreten. Dort war natürlich auch gleich das Stadttor und dem gruseligen Dude hier. An alle Leute, die Angst haben vor Zirkusclowns, Clowne, wie auch immer die Mehrzahl von Clown ist, Entschuldigung bitte dafür. Doch wir gehen jetzt erstmal in die Stadtmitte vor. Und jetzt sind wir hier angekommen beim Wegweiser bzw. bei den Arbeitsangeboten der Kinderstadt Anderstausen. Und ihr dürft euch jetzt entscheiden, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts? Ich warte auf eure Entscheidung. Na gut, ich habe eben nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt ein paar Tage dauern könnte, bis ich da bei euch eine Antwort kriege. Deswegen entscheide ich, wir gehen nach links, ne? Just do it! Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Wow! Was war denn das auf einmal? Ich wollte doch eigentlich bloß nach links gehen. Links angekommen haben wir da auch gleich die Cocktailbar. Und die Küche. Hinter der Küche befindet sich das Standesamt. Und Bibis Beauty Palace. Gleich daneben haben wir die Bank und das Rote Kreuz. Eine Polizei gibt es hier auch, sogar mit Gefängnis.
Lass uns mal nicht die rechte Seite vergessen, weil da geht der Punk so richtig ab. Gleich links neben dem Eingang konnten Kinder sich ihre eigenen Puppen bauen und dann gleich da daneben konnten sie Bauchtanz lernen. Man konnte Senf herstellen, Salben und Smoothies, die nach Gras geschmeckt haben. Ja, ohne Witz, nach Gras. Für die Musik hat der Kinderchor gesorgt und die Post war auch da. Jetzt verstehe ich, warum mein Paket nicht pünktlich ankam. Ein Steinmetz war da, eine Autowerkstatt und eine Erlebnistoilette. Ja, es hieß wirklich Erlebnistoilette. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ein Erlebnis ist, ein Dixie-Klo zu benutzen. Auf der Erlebnistoilette sollten eigentlich Kinder lernen, eine Toilette hygienisch reinzuhalten. Ein Boxring gab es auch. Und ein Einblick in asiatische Kampfkunst gab es auch. Hä? Irgendwie erinnert mich das gerade alles an das hier. Richtig, weil ich blöd bin. Weil der Mann hier hat wirklich den Kindern asiatische Kampfkunst beigebracht. Und nach dem ganzen Kämpfen kann man sich dann beim Yoga entspannen. Zum Thema Kämpfen, jetzt war ich so abgelenkt von der ganzen Kämpferei. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach ja, richtig, bei der wirklich schlimmsten. Gemeinsten. Und brutalsten Sache auf der Welt. No! No! Das Internet ist für uns alle Neuland. Ach doch, durch Merkel! Konkurrenz! Neben uns waren wieder die Leute vom offenen Kanal aus Wernigerode, die uns schon mal auf YouTube unterstützt haben, und zwar bei meiner Pilot-Episode zu meiner Star Trek Online Storyline letztes Jahr. Ja, dennoch werde ich wahnsinnig eifersüchtig, wenn ich deren Kameratechnik sehe. Dann gehe ich mich jetzt mal beim Bogenschießen abreagieren, ne? Und da zeige ich euch zum Abschluss noch das Highlight von Anderstausen. Und zwar unser kleines Planetarium mit unserem Sonnenteleskop. Wow! Die Teleskope eingestellt zu bekommen, war wirklich kompliziert und ja, ich gebe zu, ohne Hilfe habe ich das nicht geschafft. Aber dann läuft es natürlich nicht nach. So, genau. Was hast du denn jetzt eigentlich für eine Tour gemacht? Hast du einfach die... Leider hatten unsere Teleskope nicht den gewünschten Erfolg, aber zum Glück hatten wir noch unser Planetarium mit unserem Beamer, meinen Laptop und dann habe ich eine kleine Show gemacht mit dem Programm Celestia. Und zum Abschluss der Kinderstadt gab es auch nochmal ein richtig deftiges Rennen. Ampel aus, Rennen ist freigegeben. Wer gewinnt den Sprint zur ersten Kurve? Sebastian Vettel bleibt Rosberg, sehr gut. Vor. Oh, der Alonso verbremst sich. Nein, nicht im Formel-1-Rennen, aber im Seifenkistenrennen, was bei mir leider sehr verwackelt aussieht. Sieben.
Am letzten Tag gab es nochmal eine kleine Versammlung auf dem Marktplatz von Andershausen, wo die Kinder zeigen konnten, was sie so gelernt hatten. Dabei sind die Aufnahmen vom Bauchtanz, von der asiatischen Kampfkunst und jetzt auch die hier von dem kleinen tanzenden Tiger entstanden. Es war richtig toll, mit dem Sternwartenverein bei der Kinderstadt Andershausen vertreten gewesen zu sein. Das würde ich echt gerne nochmal machen, allerdings mit weniger Zeckenbissen. Ja, ich hatte eine Zecke gebissen. Die allererste in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein soll, aber ja, das ist auch noch passiert. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, was jetzt sehr viel mehr Arbeit in Anspruch genommen hat, als ich gedacht habe. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, Schausen.